Altenburger Land. Ein Landstrich zwischen Leipziger Tieflandsbucht und den Ausläufern des mitteldeutschen Hügellandes. Am Rande von Thüringer Wald und Erzgebirge. Seit alters her ein fruchtbarer Boden, der seinen Bauern zu stattlichem Reichtum verhalf. Das ist wohl auch heute noch so. Es verrät bloß keiner. Die Altenburger Bauern sind seit jeher in ihrer Art bescheidene Leute. Nicht aber, wenn es ums Feiern geht. Da ist ausgelassene Stimmung angesagt, bestimmen farbenprächtige Trachten und flotte Tänze das Geschehen. Heute zeigen, was vor 150 Jahren Brauch war, tanzen, singen und feiern und dabei ihren Gästen ein deftiges Programm bieten. Das will das Altenburger Folklore-Ensemble. Ihre Suche nach originellen Programmteilen kennt offenbar keine Grenzen. Neulich im Herbst 1994, da haben sie sich gesagt, die Bauernhochzeit, die kann fast jeder spielen. Doch echt feiern können sie wohl nur wenige. Sechs Wochen vor dem großen Fest kutschiert der Hochzeitsbitter von Hof zu Hof, um die Gäste einzuladen. Das geschieht heute freilich etwas bequemer und schneller als anno dunemals. Aus den 2 oder gar 4 PS von einst sind mittlerweile 75 und mehr Pferdestärken geworden. Ensemblechef Volker Kiebisch hat sich für seine Hochzeitsbitterrolle extra in eine Spezialtracht gezwängt. Die sollte vor etwa 150 Jahren schon von weitem kundtun. Da kommt einer, der lädt zum Heiraten ein. Eine vorläufige, höfliche und sehr verbindliche Begrüßung soll ich abstatten im Namen von Herrn Jens Kämpfe und Fräulein Jana Wenke und deren beiderseits werden Eltern mit der angelegenen. Was dann folgt, sind überrascht verdutzte Gesichter. Jetzt ist doch gar nicht Fasching, hat wohl sogar ein vorlauter Steppke gesagt. Doch Hochzeitsbitter Kiebisch verzieht keine Miene. In einem Amtsdeutsch, das trockener nicht sein kann, spult er seinen überlangen Standardvers herunter. Einmal, zweimal, dreimal. Danach gibt er das Zählen auf. Was die Gäste erst im Nachsatz erfahren, wenn sie zur Hochzeit mitkommen wollen, dann müssen auch sie in Tracht erscheinen. Da ist einigen erst einmal die Belustigung über den kostümierten Boten vergangen. Schließlich sollte man in wenigen Wochen selbst in solchem Aufzug erscheinen. Aber abgesagt hat deswegen keiner. Zeit in den Häusern einfinden, um zur feierlichen Trauungshandlung zum Marktplatze zu Altenburg mit den besten Wünschen für die Verlobten und deren Zukunft sie zu begleiten. Ich hoffe, Fräulein Günzel, dass Sie mich lassen einen guten Boden sein. Vielen Dank für die Botschaft. Am größten war die Vorfreude wohl bei der Großmutter des Bräutigams. Eine vorläufige, höfliche und sehr verbindliche Begrüßung möchte ich abstatten im Namen von Herrn Jens Kämpfe und Fräulein Jana Wenke und deren beiderseits werten Eltern mit der ergebensten Bitte, dass Sie, Frau Mollet, Ihnen die Ehre erweisen, Ihre vorhabende Hochzeit am 2. Oktober 1994 mit Ihrer angenehmen Gegenwart zu beehren. Nun ersuche ich Sie, Frau Mollet, dass Sie noch so gefällig sein wollen, pünktlich sich in den Häusern einzufinden, um zur feierlichen Trauungshandlung zum Marktplatze zu Altenburg mit den besten Wünschen für die Verlobten und deren Zukunft Sie zu begleiten. Frau Mollet, ich bitte Sie, dass Sie mich einen guten Boten sein lassen wollen. Nun wird es aber Zeit, das Brautpaar, Jana Wenke und Jens Kämpfe, selbst zu Wort kommen zu lassen. Was hat sie eigentlich auf den verwegenen Gedanken gebracht, als Bauernpaar zu heiraten? Entstanden ist das, also mal zur Entstehungsgeschichte. Die Stadt hat praktisch gesagt, wir öffnen den Thüringer Herbst, den Kulturherbst halt, und wir müssen halt, um zur Eröffnung der Rechnung zu tragen, was Besonderes machen. Und da hat der Manfred Gärtner, der Kulturchef, früher bei uns in der Folklore war, der halt gesagt, liegt nicht näher, wir machen eine Bauernhochzeit. Und am Montag nach der Folkloreprobe immer Stammtisch. Und da saßen wir wieder in einer gemütlichen Runde zusammen und dann ging die Stichelei los. Ja, Jens, du kannst das machen, dann fragte mal die Jana. Ihr seid schon 4 bis 5 Jahre dabei, Jana, 4 Jahre. Ihr könnt ihr seid am prädestinierten dafür. Und da habe ich so gesagt, ja, ich bin ja sofort dabei, mit der Jana. Das läuft nicht, also die will schon seit 20 Jahren in Weiß heiraten, da passiert überhaupt nichts. So, dann haben die den ganzen Abend, dann haben sie immer mal jemand anders gehabt. Irgendwann kamen sie dann wieder auf mich und dann habe ich sie nächsten Tag gefragt. Sag ihr, Jana, und die wollen mit uns eine Bauernhochzeit machen. Und hat sie erst gar nichts gesagt und sagen, da tust du nicht protestieren.
Und dann hat sie gesagt, nö, musst du da nicht drüber nachdenken oder so. Und dann gab es letztendlich dann eins ins andere, bis wir dann irgendwann gesagt haben, okay, wir machen das. So einfach war das also. Für die beiden zumindest. Schneidermeisterin Birgit Poser sagte zwar auch, wir machen das, erlebte aber beim Fertigen der Hochzeitstracht so manche Überraschung. Schnittmuster für die einst in aufwendiger Handarbeit gefertigten Stücke gibt es nicht. Schauen, messen, nachempfinden lautet deshalb die Devise. Dennoch, bei Birgit Poser war das Hochzeitspaar genau an der richtigen Adresse. Sie ist sozusagen die Hausschneiderin des Ensembles. Das meiste von dem, was die Altenburger Folkloristen zur Schau tragen, kommt aus ihrer Schneiderstube. Ich meine, es arbeiten ja sehr, sehr viele an den Trachten, das wissen Sie ja. Das ist der Mantel. Ne? Und ich muss Ihnen sagen, hier war alles über den Haufen geschmissen, was ich an Konstruktionskenntnissen habe. Und die sind nach fast 20 Jahren Tätigkeit bestimmt nicht ganz klein. Auch beim Altenburger Malcher, dem Herren der Schöpfung, galt schon zu Urgroßvaters Zeiten die zwingende Logik deutscher Schneidermeister. Schlicht und elegant sollte sie sein, die Kleidung für den Herrn. In der Abrechnung kommt der Mann dann auch ein gutes Drittel billiger weg als seine Angetraute. Das können immerhin aber noch an die 2.500 Mark werden. Die Altenburger Bauerntracht zählt ob ihres Detailreichtums zu den besonderen deutschen Volkstrachten. Wer vermutet, ihren Trägern werde eine Tortur zugemutet, der täuscht sich. Die Kleidung ist maßgefertigt und passt deshalb wie angegossen. Für den Außenstehenden verwirrend die Vielzahl der einzelnen Bestandteile. Bluse, Weste, raffiniert gebundener Schal und nicht zu vergessen ein Brett, das die Marche, so heißt die Dame hierzulande, vor die Brust geschnallt bekam. Das Exklusive für die Braut, selbst dieses Brett ist eine Maßanfertigung. Bei der Weste war das gleiche wie beim Malcher. Beim Mantel, da war ich auch damals bei meiner ersten Tracht, war ich fast vor einer aussichtslosen Sache mit meiner Schnittkonstruktion. Aber hier müssen Sie als Schneider, hier müssen Sie echt, naja. Und dieser Ärmel ist am oberen Kugeleinsatz gestiftet. Für die Hochzeitstracht der Braut vermischt sich alt und neu. Elemente einer etwa 150-jährigen Tracht wurden in die Neuanfertigung eingearbeitet. Das erahnt man allenfalls noch zur Anprobe, nicht aber nach Fertigstellung des Festgewandes. Und das soll dann etwa so aussehen. In den Originalen ist es so, dass die sehr empfindlich sind, auch die Grenze. Ich habe die mal weggeschaut. Eine knappe Woche vor dem Hochzeitstag. Im Münsaer Reiterhof Laumert werden die Kutschen geschmückt. Und offenbar auch der Kutscher. Ensemblemitglieder und Mitarbeiter des Kulturamtes sind mehrere Stunden im Flutlicht der Scheinwerfer damit beschäftigt, die Fahrzeuge herauszuputzen. Auch hier dominiert Stiltreue. Die Kutschen von Braut und Bräutigam sind wohl in derselben Zeit entstanden wie jene Trachten, die das Altenburger Folklore-Ensemble heute in ihren Programmen trägt. In ungewöhnlicher Vielzahl sind wir heute hier erschienen, aber das Ereignis wurde Oktober erfordert, ist einfach. Fast zeitgleich in einer Altenburger Schule. Ensemblechef Kiebisch hat zur Generalprobe geladen. Denn wenn 120 Personen wohlgeordnet durch die Stadt vom Haus des Bräutigams hin zum Anwesen der Braut und weiter zum Rathaus auf dem Marktplatz marschieren sollen, dann kommt man ohne die ordnende Hand des Hochzeitsbitters nicht aus. Das war schon so vor 150 Jahren und das erweist sich auch heute noch als goldrichtig. Wir sind zum Einzug des Hochzeitszuges auf dem Altenburger Markt nochmal verständigen. Und dazu ist die Frau Stützner vom Kulturamt in Altenburg mit. Früher war manches einfacher, zum Beispiel wenn es ans Bezahlen der Hochzeitsfeier ging. Da wurden sich die wohlhabenden Altenburger Bauern schnell einig. Bei einer normalen Heirat hätte es sicher auch im Hause Wenke Kämpfe keine Diskussionen gegeben. Aber bei einer gigantischen Show wie der geplanten, da mussten andere helfend eingreifen. Spötter reden von der ersten sinnvollen Tat des Thüringer Wirtschaftsministeriums. Offizielle nennen es Fördermittelvergabe zur Eröffnung des sogenannten Thüringer Herbstes. Das sind landesweite Veranstaltungen, die der Förderung des Tourismus dienen sollen. Dann muss ich systematisch vorwärts vorgehen und
dann, wenn alles steht, sage ich Abmarsch. Also da müsste ich dann um Verständnis bitten, wo wenn das Bierglas dann noch voll ist, wenn ich dann diesen oder jenen... Endlich ist es soweit. Am 2. Oktober 1994, Schlag 12, beginnt das bunte Treiben der Hochzeitsgesellschaft vor dem Haus des Bräutigams. Bist verrückt oder was? Na was denn? Frag doch mal! Die Altenburger Kreativwerkstatt Narrenschiff stimmt die Gäste ein. Noch sind alle voller Aufmerksamkeit dabei. Hast du den neuen Knecht mal wieder einen Streich gespielt? Nö. Das Wetter ist bestens, die Stimmung auch, der Durst dementsprechend groß. Nö. Jetzt reicht's mir aber. Das ist mir zu blöd. War jemand da? Rat mal wer. Was hat der denn gewollt? Heiraten! Ja, der kommt nächste Woche. Während die Gästeschar noch der Theatertruppe lauscht, bereitet sich Hochzeitsbitter Volker Kiebisch auf den wohl anstrengendsten Teil seiner Aufgabe vor. In wenigen Minuten muss er den Hochzeitszug formieren und quer durch die Stadt zum Anwesen der Braut führen. Gut. All die, die mit dem Bräutigam verwandt sind, kommen jetzt zu mir! Den Zug in Form zu bringen, gleicht dem Versuch, einen Sack Flöhe zu hüten. Der Alkohol zeigt erste Wirkung. Die Stimmung steigt, die Aufmerksamkeit lässt nach. Der Bräutigam genießt die Szene mit Gelassenheit und Würde. Dann ist es soweit. Der Festzug setzt sich in Bewegung. Angeführt vom Hochzeitsbitter und einer Jagdhornbläsergruppe durchschreitet der Pulk die Altenburger Altstadt. Mehr als 150 Personen in Trachten haben sich mittlerweile in den Festzug eingereiht. Quer durch den Stadtkern geht es über den Markt zum Haus der Braut. Der kleine Platz in der Eigenheimsiedlung gleicht einem Feldlager. Zelte, bunte Stände, Pferdefuhrwerke bestimmen das Bild. Offiziell soll jetzt das zweite Frühstück gereicht werden. Es ist mittlerweile 14.30 Uhr. Da ist sie, die Braut, so wie sie der Bräutigam noch nie gesehen hat. Im Brautschmuck, dessen Krönung die mit goldenen Buchenblättern behängte Kappe das Hormt ist. Für die Altenburger Tracht galt, je reicher der Bauer, desto üppiger das Hormt. Was die Braut hier trägt, stammt aus dem Schlossmuseum. Das hat das etwa 300 Jahre alte Schmuckstück ausnahmsweise für die Bauernhochzeit herausgerückt. Nicht viel mehr als eine Stunde bleibt den Gästen, um Kräfte zu sammeln, dem zu lauschen, was die Folkloristen bieten und nach kräftiger Hausmannskost zu greifen. Jetzt ist auch für das Kinderensemble der Folkloristen der Augenblick gekommen, ihr Können zu zeigen. Uhr 30 heißt es einsteigen. Ab jetzt riecht es ein bisschen nach britischem Hochadel. Die Etikette bestimmt das weitere Geschehen. Braut und Bräutigam werden in verschiedenen Kutschen reisen. Die Braut trägt pflichtgemäß ihr trauriges Gesicht. Die Brautmutter, die zwar so heißt, nicht aber die tatsächliche Mutter der Braut ist,
bereitet sich auf die Kuchenausgabe vor. Und noch immer scheint den Bräutigam nichts aus der Ruhe bringen zu können. Die Braut muss Tränen abtupfen, denn sie hat um ihre Jungfernschaft zu trauern. Zum zweiten Mal hat Hochzeitsbitter Volker Kiebisch den Zug formiert. Jetzt geht es zur Trauung ins Rathaus. Das Spektakel stößt bei den Altenburgern auf enorme Resonanz. Schon weit vor dem Marktplatz bilden die Menschen Spalier, applaudieren oder lassen sich den Kuchen schmecken, der freigebig ausgeteilt wird. Je näher der Zug dem Marktplatz kommt, desto dichter drängen sich die Schaulustigen. Es scheint fraglich, wie der Hochzeitszug überhaupt bis vor das Rathaus gelangen soll. Seinem Zeremonienstab in der Rechten hat sich ein Funkgerät in der Linken zugesellt. Wie mag bloß sein Amtsbruder vor 150 Jahren ganz ohne Technik Herr der Lage geblieben sein? Als erste wird die Braut von der begeisterten Menge in Empfang genommen. In respektablem Abstand zur Braut folgt der Bräutigam, der es genießt, sich von den Altenburgern feiern zu lassen. Großzügig hat der Oberbürgermeister seinen Amtssitz geräumt und sich selbst unter die Passanten gemischt. Der große Ratssaal des prächtigen Renaissancebaus ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Trauung selbst, die nimmt ein Standesbeamter aus dem benachbarten Schmölln vor. Denn Altenburg hat nur weibliche Standesbeamte. Und die gab es vor 150 Jahren noch nicht. Es dürfte das erste Mal sein, dass das Rathaus der Stadt den Rahmen bietet für eine Bauernhochzeit. Bauern haben in der Stadt nie geheiratet. Sie feierten vielmehr auf dem Lande, nämlich dort, wo ihre Güter standen. Auch dürfte es damals nicht der Standesbeamte gewesen sein, der dem jungen Paar das Jawort abverlangte. Das war vorrangig Sache des Dorfpfarrers. Lassen Sie mich noch einmal ins Bewusstsein rufen, dass Sie mit Ihrer Entscheidung einen neuen Weg betreten, den Sie von nun an als Familie gehen werden. Wenn auch Sie dieser Überzeugung sind, dann ist das ein großes Glück für Sie. Vom Nehmenden sollten Sie mit Ihrem... Doch ob Pfarrer oder Standesbeamter, der Höhepunkt jeglicher Trauungszeremonie bleibt gleich.
Nunmehr frage ich Sie, Fräulein Jana Wenke, wollen Sie aus eigenem freien Willen den hier anwesenden Jens Kämpfe zum Ehemann nehmen? So antworten Sie mir bitte mit Ja. 35 Jahre alt, Wohnhaft in Berlin, Rosiner Straße 32. Dann gilt es nur noch ein paar Formalitäten zu erledigen. Die Trauzeugen müssen ihre Unterschriften leisten. Dann sind Jens Kämpfe und Jana Wenke ein Paar. Na klar, die Ringe, die gehören auch dazu. Und natürlich ein Kuss, was gar nicht so einfach ist mit der schweren Haube auf dem Kopf. Dann folgt die nicht enden wollende Gratulantenschar. Draußen auf dem Marktplatz werden die Massen schon ungeduldig. Dann ist es soweit. Das Altenburger Brautpaar des Jahres 1994 erscheint in der Pforte. Die Menschenmenge ist begeistert, gerade so, als gelte es, einem neu gekrönten Herzogspaar die Gunst zu erweisen. Auf dem Weg über den Markt lässt sich der Bräutigam nicht lumpen. Einem alten Brauch gemäß wirft er Geld in die Massen. Das soll Glück bringen, heißt es. Ich hatte sehr viel Spaß in den beiden Häusern heute Morgen und Sie haben unseren Hochzeitszug gesehen. Er war wirklich ansehnlich. Dass er so ansehnlich wurde, hatte selbst der Hochzeitsbitter nicht geglaubt. Für Jana und Jens Kämpfe folgt nun der erste echte Hochzeitstanz ihres Lebens. Proben mussten sie dafür nicht. Denn im Folklore-Ensemble haben sie ihn schon 100-mal getanzt. Sind meine Morsche ganz bestimmt, ihr erstes Liedchen nie. Danach war ich ganz so verheilt, das gibt den großen Schmaus. Dann waren wir gemeinsam vor uns frei, Christus war auch am Haus. Stunden später. Es ist Nacht geworden in Altenburg. Ruhe ist in die Kleinstadt eingezogen. In der Schweiz, einem der Altenburger Gasthöfe, ist die Stimmung auf ihrem Höhepunkt angekommen. Hier hat die Hochzeitsgesellschaft die vergangenen Stunden in fröhlicher Runde zugebracht.
Und jetzt ist gekommen die wichtige Stunde. Jetzt startet der Hochzeitsbitter zu seiner letzten offiziellen Aktion dieses Tages. Jungs, jetzt Folklore einsammeln, schnappt den Bräutigam! Es blinkt. Was jetzt den Bräutigam erwartet, zählt schlechthin zu den angenehmen Seiten des Lebens. Öffne die Pforte! In voller Montur liegt sie aufs Bett. Ja, das Bett. Ja. Wow! Oh, wunderbar! Ja, genau so! So, zwei halten Wache, dass der uns nicht einpennt. Und wir holen jetzt die Braut. Alles zurück in die Kneipe. Auch die Braut ist froh, dem Festtrubel in absehbarer Zeit entfliehen zu können. Doch bevor die beiden zu ihrer ersehnten Zweisamkeit finden, müssen sich Jens und Jana noch ein wenig in die Zukunft schauen lassen. Das ist das Objekt des Anstoßes dann. Die Zahl der Stücke des zerschlagenen Altenburger Huckelkuchens, das ist die zu erwartende Kinderschar. Die Folklore-Mädels nehmen der Braut bitte die Jacke, das Hemd und den Rock ab. Der Jürgen vom Rock eingemacht. Den nur die Schürze. Und so frage ich dich, Herr Jens Kämpfe, möchtest du deine Braut noch haben? Ja! Schnapp sie aus und schmeiß sie ihm ins Bett! Ja!